Hallo und herzlich willkommen beim Whisky Turntable. Ich habe hier drei schöne Dosen stehen, rot, blau und grün. Und auf denen steht der Name Ben Bracken. Ja, ich war beim Lidl einkaufen, geht allerdings nur online. Und da findet man die dann. Kosten 17,99 das Stück. Ist für einen Single Malt natürlich schon mal ein Wort. Klar, die sind überall, gerade beim Minimum, No Age Statement, also sprich, ich gehe von 3 Jahren aus, 40 Volumenprozent, Brennerei wird natürlich nicht bekannt gegeben und gefärbt sind sie auch alle. Ja, aber trotzdem haben sie mich gereizt. Ich hatte Ende letzten Jahres diesen 22-jährigen Ben Bracken von Isla hier im Video und den fand ich gar nicht so schlecht. Klar, jetzt habe ich hier was vollkommen anderes, ist mir auch bewusst und es könnte heute, also ich bin negativ der ganzen Sache eingestellt, sind wir doch mal ehrlich. Aber bei 18 Euro für ein Single Malt, sonst kriegt man Malt meistens nicht unter, also online irgendwie 25 Euro und im Supermarkt nicht unter 30 Euro. Vielleicht finde ich ja hier eine gute Alternative für Zuschauer, die auch gerne mal nicht so viel Geld ausgeben. Und das finde ich daran nämlich das Schöne. Man muss ja nicht immer die 80-Euro-Flasche sein. Und ihr wisst genau wie ich, da hört es ja noch längst nicht auf. Also schauen wir uns heute jetzt mal an, was man für 17,99 so bekommt. Die drei Dosen unterscheiden sich nicht von der Farbe, sondern auch von den Regionen, wo der Malt herkommt. Rot für Speyside, blau für Highlands und grün für Isla. Also da soll es doch wohl ein bisschen interessant werden. Auf jeden Fall beim letzten, der sollte sich doch deutlich unterscheiden. So ein Quatsch. Ich habe doch Samples hier stehen. Ich habe eine Flaschenteilung damit gemacht. Ich hoffe, ich kriege die nicht zurückgeschickt, dass es jetzt nicht so schrecklich ist. Schauen wir mal. Die Samples, ich habe sie abgefüllt. Erstaunlich, alle drei Malts haben ein und dieselbe Farbe. Also sind schön eingestellt. Und was ich auch sehr zum Schmunzeln fand, ist, dass auf der einen oder anderen Dose hinten auch über die schöne Farbe gesprochen wird. Also das macht doch dann Spaß. Ja. So, ich habe mir auch gedacht, Mensch, Whisky-Region, wie stark unterscheiden sich denn jetzt ein Speyside vom Highlander? Ist ja fast das gleiche kilometermäßig oder von der Distanz her. Und wir wissen ja dann auch gar nicht, wie der Bohr ist. So, den Isla Malt, den lasse ich erstmal noch weg, sonst riecht mir hier bestimmt gleich alles nach Rauch. Speyside, wie werden sie immer schön beschrieben? Rund und elegant und smooth auf Englisch und fruchtig. Ich bin von jungen Speysidern eigentlich kein Fan. Für mich können sie gerne älter sein und dann gerne aus dem Sherryfass. Ja, ich finde diesen rein Ex-Bourbon gereiften Speyside Single Malt ohne Rauch ist nicht ganz so meins. Deshalb, ihr werdet jetzt hier bestimmt keine Jubelschreie hören, aber mal gucken, wo wir uns hier bewegen. Das ist total klischee-mäßig. Ich habe einen Apfel, aber der ist ganz schön schwach. Apfel mit einem Hauch Vanille. Und was leicht Malziges, was da hochkommt. Ich will noch nicht mal von Süße sprechen, ich spreche mal von einer Malzigkeit. Geruchsmäßig, so ein bisschen als wäre es verdünnt. Also der Geruch, jetzt nicht der Malt. Ich habe sowas eigentlich intensiver in der Nase. In Erinnerungen. Fällt mir noch was ein,
Highlander stellen wir mal ein bisschen zur Seite. Ich dachte, was machst du da? Eben jetzt hier, ich weiß nicht, ist das wirklich schwächer oder nicht? Ich habe mich mal darauf vorbereitet. Ich habe noch ein Sample gefunden. Ich bestelle ja gerne Samples mit, auch von Malls, die mich nicht so sehr interessieren, um das Porto voll zu kriegen, weil ich denke, ich werde sie irgendwann mal brauchen. Was heißt brauchen? Für ein Video gut benutzen können. Ich habe hier einen Glenlivet Founders Reserve. Ja, der hat jetzt auch keine Begeisterungsstürme ausgerufen, als dieser Malt den 12er Glenlivet abgelöst hat. Ich selber hatte ihn noch nicht im Glas, habe aber nichts Gutes gehört. Jetzt wollte ich mal gucken, ob jetzt der Glenlivet denn vielleicht für mich jetzt doch trotzdem besser ist. Oder ob ich jetzt sagen kann, so ein Evil No Age Statement ist auf dem Niveau von so einem Glenlivet No Age Statement. Ich denke, als oder Region Speyside bin ich mit dem Glenlivet eigentlich mittendrin. Ich glaube, viel besser geht's nicht. Und auch hier, meine erste Assoziation Apfel, aber mit deutlich mehr Vanille. Ist es jetzt stärker? Ich finde, ich merke bei dem Glenlivet so ein klein bisschen Würze. Hier fehlt dem Ben Brecken. Sprich, ich habe eine Facette beim Glenlivet mehr. So, dann trinken wir mal den Ben Brecken. Ja. Alles im Klischee. Der Apfel geht so im Geschmack weiter. Der ist sehr dominant. Also jemand, der auf Apfelnoten steht, ist hier vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann passiert aber nicht wirklich viel. Bisschen so Butterscotch-mäßig, wie gesagt, so Malznoten. Der Apfel. Vielleicht ein bisschen Jugend. Aber vielleicht bilde ich mir die nur ein, weil ich der ganzen Sache nicht positiv eingestellt bin. Ich nehme mal einen Schluck und guck mal, wie sich der Founders Reserve so schlägt. Ja, eine komplette Katastrophe war das jetzt nicht. Kennt ihr diese günstigeren Blends, wo man diese ganz ausgelutschten Fässer drin hat, die so unappetitliche Holzaromen freigeben, so ganz bitter, so bittere Stoffe, also so empfinde ich das immer. Hatte ich jetzt auch so ein bisschen so im Horrorszenario mit gerechnet, dass die eben auch noch fünffach befüllte Fässer nehmen oder so, aber das ist hier soweit im grünen Bereich. So, nochmal der Founders Reserve. Kommt mir etwas voller rüber. Er hat auch am Ende eine Würzigkeit. Also beim Lidl Whisky meine ich, der ist gar nicht würzig. Hier habe ich eine würzige Note. Eine Fruchtnote, die nicht so geradlinig Apfel ist, so irgendwo zwischen Apfel und Birne rumtendiert. Die klassischen Malznoten, Vanillenoten, Karamell und dann eine Würze.
im Groben und Ganzen. Mensch, ist doch vorne da sowieso ein Fleck. Also, die Sache ist ja, wenn man nur zwei Sachen hat, dann ist eine Sache eben meistens dann besser. Und wenn man jetzt eben keine dritte hat, dann wird mir jetzt ein Glenlivet 12 Jahre hier machen. Ich hatte den Founders Reserve noch nie im Glas. Deshalb vielleicht tut ja die ganze Welt dem Unrecht. Er ist auch nicht spektakulär. Aber gerade für mich bietet er ein runderes Paket, ein größeres Paket. Eigentlich wollte ich mich jetzt gar nicht daran so lange aufhalten, aber ich finde es interessant, dass bei den Ben Brecken jegliche Würze fehlt. Vielleicht dann doch ein Zeichen dafür, dass die Fässer jetzt zwar nicht 6-, 7- oder 8-fach befüllt wurden, sondern dass es sich um viert befüllte Fässer handelt oder dritt befüllte Fässer ausschließlich. Es ist ein Apfel. Dann kriege ich eben so einen ganz kleinen Tick Schärfe. Ich weiß nicht, ob das die 40% und die Jugend sind. Eine ganz unterschwellige Note an Würznote ist da, Eichennote, aber überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Founders Reserve. Ja, okay, wieder was dazugelernt. Ich pack mal den guten alten Founders Reserve nach hinten. Hab jetzt bei den zwei Space-Sidern, kann ich jetzt schon mal sagen, ich weiß jetzt nicht, wo sich ein Founders Reserve aufhält preislich. Aber für 28, 27 Euro muss man den doch auch irgendwo schießen können, oder? Dann bin ich, ja gut, ich bin dann 10 Euro teurer. Das macht prozentual, ich bin jetzt da nicht so das Rechengenie, aber in der Preisklasse natürlich schon ein riesen Preisunterschied aus. Das gebe ich zu. Okay, einmal spülen. Ja, Highlands, was haben wir da für Geschmacksnoten? Da musste ich wirklich vorhin erstmal gucken. Ich so, Mensch, wenn du jetzt hier nur Malt hast, ohne Brennerei, dann musst du ja wenigstens wissen, wofür die Region steht. Es ist ganz witzig, dass auf jeder Seite ein bisschen was anderes zu lesen ist. Ich fand das Undefinierbare eigentlich ganz schön, dass diese Malts aus den Highlands robust werden. Wisst ihr Bescheid? Also das sind robuste Malts. Und die einen intensiveren Geschmack hätten als in anderen Regionen. Ja, gut wie ein Lowlander kann ich mir vorstellen, aber wieder ein klassischer Island Malt, dann vielleicht wieder nicht. Ja, okay, verhaspeln wir uns da nicht. Generell sehe ich das auch so, dass so ein Highland Malt intensiver ist. Und wir werden es jetzt sehen. Es ist jetzt auch kein reiner Apfel mehr. So Rumtraube mit Nuss. Whisky-Traube mit Nuss, ja. Etwas bietet etwas mehr. Wie weit das gut ist, sehen wir gleich. Leichte, also immer noch sehr helle Früchte. Ich habe jetzt noch nicht mehr diesen ganz dominanten Apfel. Und wie gesagt, ich finde, hier kommt doch ein gewisses Nussaroma durch. Frag mich jetzt nicht genau nach welcher Nuss. Und eine dezente Süße schwingt damit. Jetzt finde ich ein bisschen mehr als eben diese Malznote. Oder vielleicht habe ich mich dran gewöhnt. Ein
mehr Würze. So, irgendwie. So eine Orangennote mit Honigsüße. Diese Nussigkeit ändert sich jetzt, finde ich, im Mund bei mir so ein bisschen zu so klassischen Heidekrautaromen. Und in meiner Nase jetzt auch, sehr wahrscheinlich, weil ich es im Gaumen habe. Ich nehme nochmal hier meinen Apfel. Der ist viel eindimensionaler. Also da kommt hier der Highlander schon besser rüber. Von der Aromfracht will ich jetzt nicht von sprechen, aber von den einzelnen Aromen. Ja. Würde ich jetzt den Space Cider vorziehen. Aber passt ja zu meiner generellen Einstellung. Okay. Ich habe jetzt keinen Highlander zum Vergleich hier. Das nur, da hatte ich jetzt nichts Passendes gefunden. Ja. Deshalb nehmen wir jetzt mal den Isla Malt. Ein Foto werde ich nicht machen, weil die sind genau farbgleich. Also das ist unglaublich. Und die haben eine Farbe am Tag gelegt. Also wenn ich hier, glaube ich, eine Art Back 10 zulege, der 10 Jahre im Fass war, im Ex-Bourbon-Fass, und sehr wahrscheinlich sind das Fässer, die nicht so oft befüllt wurden, der wird da überhaupt nicht mithalten können. So. Junge Isla Malts sind jetzt auch nicht so mein Liebling. Es gab doch irgendwie mal vor 2 Jahren diesen Lager Wullin, 8 Jahre oder wie alt war der da bei diesem 200-jährigen Jubiläum? War nicht mein Ding. Dann diese, ja, auch wo die Brennerei nicht bekannt ist, irgendwie Finn Längen und was es da so gibt. Die mag ich alle nicht, weil irgendwie nur Rauch rüberkommt. Jetzt trügt, oft sind das aber Malts oder von unabhängigen Abfüllern kriegt man die oft, dann sind die ungefärbt, dann sind die auch sehr, haben so eine helle Strohfarbe. Und hier habe ich jetzt gerade eine Farbe, als hätte ich da einen Sherry-Fassanteil von 50% drin. Was sehr verstörend ist, zerstörend auch gut. Schöner Rauch. Wirklich ein angenehmer, schöner Rauch. So einen typischen Lafroig-Rauch habe ich eigentlich in der Nase. Den von Port Charlotte kann ich auch zuordnen. Das ist er nicht. Er ist hier recht, also ein Holzrauchmäßig, nicht irgendwie so was Medizinisches, Lafroig-mäßiges oder so Teermäßiges. Dazu eine Süße. Ja, das war's dann. Aber bis jetzt noch nicht unangenehm. Machen wir uns nichts vor. Ich habe schon damals beim Van Bracken 22 Jahren gesagt, wo kriege ich, gerade jetzt beim No-Age-Statement. Also vor 3 Jahren, gehe ich jetzt von aus beim No-Age-Statement, vor 3 Jahren war der Whisky-Boom auch schon da. Und auf Isla hat man ja immer wieder gehört, dass die namhaften Brennereien nichts verkaufen. Und dann haben wir eigentlich nicht mehr viele. Dann haben wir eben noch Carl Ila, die ja als die Fabrik verschrieben ist und da geht eben Masse raus und die müssen sie ja immer noch irgendwo loswerden. Also eventuell daher wäre jetzt meine Vermutung oder eben von Banner Heaven, die findet man ja auch sehr, sehr häufig bei eigentlich jedem unabhängigen Abfüller. Und da könnte ich mir vorstellen, die machen ja auch rauchige Malls, dass da vielleicht das ein oder andere Fass, ja gut, für Lidl wird man ein paar mehr brauchen, aber der ein oder andere LKW vielleicht wirklich greifbar war. Und das sozusagen, also auf die 2 tippe ich ohne Gewehr. Das ist ja auch das Schöne eigentlich bei so einem Isla Malt ohne Name. Das ist ja so ein kleines Quiz, bloß dass es nicht aufgelöst wird, das ist so ein bisschen traurig. Okay, ich traue mich.
Vergleich zu den anderen zwei wirklich sehr ungestüm. Jetzt wird er, kriegt er wirklich so eine teermäßige Note im Mund, also alles voll, wie man es eben von so einem guten Eilermalt gewöhnt ist. Es ist aber nicht richtig rund. Und für diese Note ist gerade ein bisschen zu viel. Diese 40 Volumenprozent, sie schmecken alle recht wässrig jetzt für einen Whisky, für jemanden, der so viel Whisky trinkt wie ich. Müsste ich nochmal anders formulieren, ne? Ist nicht positiv. Für jemanden, der häufig Whiskys trinkt mit höheren Volumenprozentezahlen, schmecken diese drei Malts recht wässrig. Ja, vielleicht so. Hier, also beim Highlander störte mich jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, da merke ich die Jugend. Beim Space Cider hatte ich vielleicht das Gefühl, weil so wenig da war. Und hier habe ich dieses Gefühl auch wieder. Nimm nochmal ein. Also dieser Rauch erschlägt doch alles. Dann finde ich, ist er dann eben so im Moment scharf, was ich irgendwie auf diese Jugend zurückführe. Und dann passiert eben auch nicht viel außer Rauch. Also malzig, süßlich. Eine gescheite Würze kriegt er jetzt auch nicht so richtig mit. Aber um Gottes Willen, also das werfe ich eben vielen anderen sehr jungen Eilermalts auch vor. Von daher, da habe ich jetzt auch keinen zum Vergleich. Aber ich finde, auch hier baut dieser Eilermalt jetzt nicht gravierend ab. Ja. Ich brauche doch einen Schluck zu trinken. Ich mag ja gern rauchige Malts, aber ist präsent, ne? Okay, wenn jemand auf Rauch steht, dann muss er eh den Eilermalt nehmen, wenn er meint, er muss den haben. Viel verkehrt machen tut er dann nicht, wenn er nicht viel mehr als Rauch erwartet. Aber so ist das bei allen jungen Dingern. Also von daher kein großer Vorwurf. Den Space Cider finde ich schon sehr, sehr einfach gestrickt. Also ich wiederhole das nochmal. Wer auf Apfel steht, der soll den nehmen. Er hat Apfel bis zum Abwinken. Und ganz ungestört, ohne dass da irgendeine störende Eiche sich einmischt oder irgendwelche anderen Aromen. Aber vielleicht doch etwas zu einfach. Den Highland Malt fand ich jetzt, ja, am besten. Ich hatte jetzt aber auch keinen Vergleich. Ich habe jetzt bei 18 Euro sowieso keinen Vergleich, also ich finde sie alle drei sehr weit weg von diesen Blends, wie gesagt, die eben in so Fässern lagen, die so oft befüllt waren. Also man hat hier wirklich echte Single Malts, das muss man wirklich sagen. Und von daher meckere ich jetzt von dem hohen Niveau runter. Aber von unten sind die im Vergleich zu manch einfachen Blend doch auch eine ganze Latte höher. Also irgendwo in so einer Grauzone. Wenn jetzt einer eben nur 18 Euro hat und gerne Whisky trinkt, dann hat er hier auf jeden Fall eine schöne Alternative zu manchem Vetted Malt und wie sie heißen. Ja, habe ich so irgendwie noch die Kurve gekriegt? Also, in dem Sinne, liebe Freunde, macht's gut. Ciao.